Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, der Deutsch ist wieder da. Mo, der kriegt gleich noch die Ohren langgezogen. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Wir sind heute wieder im Livestream unterwegs, meine lieben Freunde. Und ja, nochmal eben kurz kleine Werbung so am Rande für mich. Wenn ihr Bock habt, das Alpine-DLC für den LS19 vorzubestellen, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, meine lieben Freunde. Dort könnt ihr euch das vorbestellen und unterstützt mich gleichzeitig. Wäre sehr cool, wenn ihr das machen würdet, ist aber keine Pflicht, kein Muss, ihr wisst ja Bescheid. Aber wenn ihr das gerne machen wollt und würdet, würde ich mich darüber freuen, weil ich würde ganz gerne den Silberstatus bei Giants erreichen. Dem Silber-Partner-Status. Momentan bin ich Bronze. Und ja, wenn da mal ein paar Leute was vorbestellen würden, dann würde ich da auch im Silberrang aufsteigen. Deswegen wäre sehr, sehr lieb, wenn ihr da mitmachen würdet, wollt, möchtet, wie auch immer. Und ja, heute sind wir zusammen mit der Liv und den Rainer. Den Ole. Servus. Und jetzt geht's ab hier. Oh, wer? Wer war das? Bitte. Ja. Wo ist der Klaas? Bist du nicht mit dem Klaas weggefahren? Jetzt kommst du mit dem. Wo ist der Klaas? Den habe ich oben vergessen. Ja, dann lauf hoch und hol ihn. Boah, ja. Kannst du nicht einfach alle Traktoren mitnehmen und dann ist hier nichts außer das blöde Auto? Der Deutsche ist doch hier. Ja, jetzt. Wir hatten gerade stundenlang keinen einzigen Traktor hier. Oh, ich schaff das aber nicht in 15 Minuten nach oben und nach unten. Wir müssen zum Gemeindehaus. Ja, dann machst du das danach. Na ja, gut. Oder fahr mich doch eben hoch. Ja, kannst du auch selber. Ich fahr dich danach hoch, ja. Okay. Witze, du musst dir mal echt was anderes anziehen. Du kannst, komm mal her jetzt. So kannst du nicht rumlaufen. Wir müssen einen guten Eindruck vor dem neuen Bürgermeister machen. Vielleicht können wir dann, ne? Hä? Komm her. Wann hast du das letzte Mal das Gesicht gewaschen? Sieht ja schlimm aus hier. Komm. So, jetzt. Aber. Liv! Ritzel! Was soll denn das? So, pass auf, jetzt noch das Hemd. Warte, ich hol kurz eine Haarentfernungsbürste. Warte kurz. Was? Eine was? Also ein Bürstendings. Wie heißt das denn? Wo man so hier guckt, jetzt mache ich dein T-Shirt sauber. So. Rollendinger. Fluselrolle. Ja, Fluselrolle, genau. So Haarentfernungsding, sag ich doch. Ja, alles klar. So, Fritzel, muss doch anständig aussehen, wenn wir hier den neuen Bürgermeister sehen, oder nicht? Geht da so nicht. Welchen neuen Bürgermeister? Ach, der Ringel. Der weiß doch, wie ich aussehe. Ja, du kannst dich ja auch mal anständig anziehen. Wir können ja auch so tun, als wären wir Leute von Status. Kann man nicht reden. Aber Fritzel, sag mal, du, ne? Es hört ja gerade keiner zu, ne? Fritzel. Willst du immer noch was mit der Mafia zu tun haben? Ich hab immer noch Kontakte. Was, echt jetzt? Ich weiß nicht, wie viel davon inzwischen eingebuchtet worden ist, seit 10 Jahre her, aber theoretisch habe ich Kontakte. Na, lass es dir durch den Kopf gehen. Komm, Fritzel, sonst kommen wir zu spät. Irgendwas läuft hier falsch. Also irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Siehst du, wenn wir pünktlich sind, dann stehen wir schon gleich positiv da. Und der Landhandel kommt wieder zu spät. Ja. Und denk dran, der Ringele hat Geld, ne? Der kann uns hier viel geben. Was? Der Ringele kann mich mal. Bitte. Wo hier? Wenn du Mafia machen willst, brauchst du Geld. Viel Geld. Ja, wenn du mir nochmal mit der Spucke durchs Gesicht reißt, verkaufe ich dich. Oh, jetzt ist. Nee, Fritzel. Also wirklich. What denn? Das war gemein. Oh, es tut mir leid. Wollte ich nur sauber machen. Das ja, du hast ja recht. Aber du musst das auch mal so sehen, die würden dich wieder zurückbringen. Meinst du? Ja sicher, ich würde da richtig Kerz machen, würde sagen, was ist los, ey? Gib mir die Liv jetzt wieder, hier und knallt. Okay. So, dann komm. Hallo sagen, oder? Ja, wir sagen mal dem Bürgermeister hallo.
Josef, begrüßt doch mal vorne die Leute. Einen wunderschönen guten Abend! Mahlzeit! Ringele, was geht denn ab bei dir? Herr Fritzl, sind Sie schon lang wach oder was? Zu lang wach. Ich setze mich, ich setz mich mal nach vorne, wenn das okay ist. Ja, natürlich. Ja, alles klar. Aber Abend ist nicht so richtig zutreffend, oder? Na, nicht ganz nach vorne, Herr Fritzl, bitte. Warum? Mahlzeit! Hier erste Reihe sehr gerne, aber hier vorne ist. Erste Chef. Reihe. Ja, also. Na, ja, heute sind Sie nicht der Chef, Herr Fritzl. Fritzl, du bist nie der Chef. Ich hab die Hose an. Oha. Oh. Jetzt fehlt die Peitschnipp. Also, Liv. Tut mir leid, Fritzl. Hallo. Nicht in der Öffentlichkeit. Hi, Ole. Hi, Ole. Hallo. Ole. Los. Jo. Was geht? Nicht viel bei dir. Kannst du das Mittagessen später abholen zu Hause? Leberkassemmel, sind schon fertig. Brauchst du nur ab. Da sind doch schon Haare drauf im Käse. Sag mal, ich hab schon ein bisschen angefangen zu mähen unten, ne? Und ja. Silage und so ein bisschen. Leute, das liegt nicht an mir. Ich habe sie auf plus 20 Dezibel. Das ist schon im roten Bereich. Weiß ich nicht. Kauft euch mal ein modernes Handy. Ich hab keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Liv Hansen, hier, Lautstärke Liv Hansen. Ich kann es nicht höher drehen. Das liegt nicht an mir. Mir schreit sie hier die Ohren ab. Mo! Ja, wird los. Ach nee, Mo! Ich habe schon wieder schlimme Dinge gehört von dir. Wir treffen uns hier mit dem Bürgermeister. Guck mal, wie ich aussehe. Sitze ich hier mit dem Jogginganzug oder was? Du gehst jetzt nach Hause und ziehst dir jetzt verdammt nochmal eine scheiß Jeans an. Hallo. Oh, so geht's nicht. Hallo. Zieh dich um. Jedes Mal derselbe Mist mit deiner scheiß Jogginghose. Und wenn ich das noch einmal sehe, wie du im Schweinestall mit der Jogginghose die Scheiße da wegmischst, tritt ich dir im Arsch. Jetzt hol dir eine Jeans. Anziehen. Ja, ist ja in Ordnung. Find nur noch die Asiletten in dem Mist, wie du bei den Schweinen da rumrennst. Hab ich die Schnauze. Geh jetzt. Ja, komm, reg dich ab, Mensch. Sag nochmal, immer die scheiß Jogginghose da. Und Badelatschen. So, haben wir's? Wir haben's. Schön. So, was ist jetzt mit dem Herrn Nielsen? Wo geht der denn hin? Der hat eh nichts zu sagen. Also, müssen wir nicht warten, oder was? Nee. Gut, ich weiß nicht, wer es schon mitbekommen hat, aber anscheinend sind irgendwie ein paar Leute stiften gegangen oder so. Jedenfalls habe ich die Nachricht erhalten. Ja. Ein paar Leute stiften gegangen, Raimund. Du weißt genau, der Harald ist hier mit weg vom Landhandel. Und du weißt genau, wie sehr wir da zu kämpfen haben. Ja, genau. Der das war wichtiges, nee, nicht ja genau, Raimund, das war ein wichtiges Bindiglied am Landhandel. Der Jupp ist fix und fertig, der ist nur am Heulen. Ich muss dich ständig trösten. Ich meine, ich bin ja der Harte von uns zwei, ich heul nicht. Okay. Wollte ich nur sagen. Geht's wieder? Wieder. Okay, schön. Jedenfalls habe ich jetzt die Nachricht erhalten, dass ich der Bürgermeister bin. Hey! Deswegen habe ich mir gedacht, Dankeschön. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade euch mal alle ein, möchte das. Raimund, hast du ihn selber geklatscht? Nein. Ja, aber sicher. Nein. Du stehst doch hier vor mir, lüg doch jetzt nicht. Das war mein bezahlter Gast da hinten. So. So. Sollte nicht erwähnt werden. Ich möchte mich euch vorstellen. Ich meine, ihr kennt mich ja schon lange genug, aber ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ich denke, wir werden viel Spaß miteinander haben. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und werde die natürlich wie immer pflichtbewusst wahrnehmen. Ich werde alle versuchen, gleich gut und fair zu behandeln. Oh ja. Und ich erhoffe mir von Ihnen allen natürlich, dass ich da auch unterstützt werde, weil ich kann das nicht alleine logischerweise schaffen. Bin da auf euch angewiesen, auf jeden Einzelnen. Ja, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Wie viel hast du bezahlt für den Bürgermeister Amt hier? Noch gar nichts. Noch gar nichts, also. Ja. Ich würde, Raimund? Ja? Ganz ehrlich, für die Frage würde ich dir jetzt erstmal den Fritzlhof komplett Bio-Sanktionen erteilen. Ach ja? Naja, also es wird was in die Richtung Bio geben, aber das nicht jetzt auf dem Fritz gemünzt. Bionade, ja. Als erstes, ich habe schon Gelegenheit gestern auch die
meine Unterlagen. Ich habe mal aufgearbeitet, was mich so hervorsteht. Und da würde ich jetzt den Miguel mal bitte nach vorne bitten. Jetzt bist du fällig. Ich habe hier Moment. Miguel ein bisschen schüchtern heute, oder? Nee, aber Und zwar steht ja hier, dass sie irgendwie enteignet wurden wegen irgendwie, was weiß ich, Unzurechnungsfähigkeit oder so. Ja. Ja, das kann ich natürlich nicht bestätigen. Aus langjähriger Geschäftsverhältnissen war ich da immer sehr gut aufgehoben und sehr zufrieden mit der Bedienung und alles. Das hat auch immer alles wunderbar funktioniert. Deswegen würde ich das rückgängig machen, dass sie quasi wieder die 50% zurückgehalten von ihren Anteilen am Landhandel. Weil ich diese Unzurechnungsfähigkeit nicht feststellen konnte in den ganzen Jahren, wo wir jetzt miteinander gearbeitet haben. Das ist meine erste Amtshandlung. Das ist ein Mann, der... Das ist ein Mann. So, Bürger von Schwatzingen. Ja, jetzt keine Welle machen. Bürger von Schwatzingen, hört mir zu. Das ist ein Mann. Hier, er. Das ist einer, der weiß, was er erzählt. Der kennt sich aus. Geh mal bitte von Miguel. Stimme hast du, Raimund. Ja. Ich will ja einer von euch, will den nicht. Bürger von Schwatzingen, ich sag's euch. Ich bin doch schon gewählt, runter vom Tisch. Echt, so steht er mit seinen dreckigen Arbeitsschuhen auf dem Tisch. Ja. Ey, das muss neu geölt werden, Ringele. Das will ich in Rechnung stellen. Stimme auch verzichten. Ja, gut. Raimund, dem kann man einfach harte Sanktionen durchziehen und auf die Stimme verzichten. Hauptsache die anderen wählen dich. Sind Sie sich sicher, dass er zurechnungsfähig ist? Ja, er macht gerade einen kleinen, also ja. Stell dich wieder hinter, komm. Raimund, komm her, lass dich mal. Ein kleiner Rückfall. Aber Miguel. Wieder zurück. Miguel, komm hinter. Miguel. Ja. Es freut mich sehr, dass du den Landhandel wieder zurück hast. Sehr, sehr cool. Er ist nicht so stark in Deutsch. War keine Beleidigung. Komm, stell dich wieder hinter. Ey, was willst du machen? Ich meine, er hatte seine 9 Pflichtjahre in der 5. Klasse voll. Was willst du machen? Gut. Also das ist anders frech, mein Freund. Ach ja, Schallhandel, sag ich nur. Ich hab mich versprochen. Ja. Gut, also, wie gesagt, das ist meine erste Ansammlung. Wenn... Ja. Und die zweite? Bekommen wir unsere Rechte auch wieder zurück? Unsere Prozente? Was für Prozente? Ja, unsere Hof ist auch zu 50% in Stadthandlung. Soweit ich das weiß, betraf das die Genossenschaften, die gibt's nicht mehr, oder? Die Genossenschaft wurde aufgelöst und dann sollte ich... Ja, das war aber trotzdem noch. Genau. Ja. Gut. Also die 50% sind dann nicht zurück, ne? Raimund? Ja. Hast du zufällig noch meinen Führerschein in der Tasche? Nee, den habe ich jetzt hier nicht. Gut. Ja, also, es war eine sehr schöne Zeit mit euch. Ich danke euch, dass ihr mich in meiner Amtszeit so wunderbar unterstützt habt. Okay, lass mich bitte ausreden. Ich danke euch, dass ihr mich in meiner ganzen Amtszeit so wunderbar unterstützt habt. Es war mir eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten, dieses wunderschöne Stadt mit euch zu gestalten. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wollte eigentlich jemanden vorstellen, aber die scheinen noch im Stau hängen zu bleiben. Josef, guck doch mal bitte, ob die vielleicht schon, ich weiß ja nicht. Warte, was ist denn jetzt mit meinen 50%? Ja, das muss man noch mal prüfen. Da bleibt mir jetzt... Warum kriegt der seine Prozente, wenn er rumspielt und Fritzel nicht? Wer ist denn der? Ja, hallo, ich kann mich nicht verteilen. Ich kann nur eine Sache nach der anderen abarbeiten und das war halt das Erste, was ich hatte. Oh. Und meine Amtszeit ist natürlich jetzt auch leider vorbei. deswegen... Alles klar, wie der Hase hier läuft. Was für ein Zufall. Ja, was ein Zufall. Ja. Ey, Raimund, hättest du mal was gesagt? Da hätten wir doch noch viel mehr drehen können. Nein. Herr Ringele, Sie waren ein wirklich sehr guter Bürgermeister. Der Beste bis jetzt. Ja. Nichts gegen Peter. Ah, hier sind sie auch schon. Wirklich unglaublich. Kommen Sie rein, die Herren, bitte. Kommen Sie rein. Wirklich nichts gegen Peter. So. Aber Sie waren echt unglaublich. Miguel, bitte wieder zurück. So, ich möchte Ihnen bitte gerne zwei Herren vorstellen. Zum einen wird unser ausgereister Herr Bayer, muss natürlich ersetzt werden, dass weiterhin Recht und Ordnung hier sind in unserer Stadt. Nein. Und da habe ich hier den Herrn, wie war Ihr Name, Entschuldigung? Lanzel, genau. Lanzel, der wird ab sofort das Amt vom Herrn Bayer übernehmen. Und jetzt meine letzten Worte. Der Herr, wie war es? Oberbillig. Billig, genau. Der Herr Billig, der übernimmt das
Bürgermeisteramt. Vorläufig. Einen wunderschönen guten Tag. So, damit bedanke ich mich. Ja, ich bin Sie weg. Sind, ja, ja, Sie sind ja. Raus. Vielen Dank und viel Spaß. Meine lieben Damen und Herren, ich übergebe erstmal das Wort einem Vitus, denn der Vitus wird euch erstmal sagen, wo es hier lang geht, denn wir haben so viel gehört, was überhaupt nicht toll ist. Deswegen, Vitus, du kannst erstmal die Leute begrüßen, aber denk dran, so freundlich wie immer. Selbstverständlich. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Vitus Lanze. Ich bin seines Zeichens seit 30 Jahren in Ennerbach Leiter gewesen. Und jetzt habe ich gehört, dass die Flitzpiepe von Bayern Abgang gemacht hat. Und jetzt nicht so sind da mal ganz still, ne, da drüben. Der Bayer war ein Ehrenmann. Sonst werden gleich ganz andere Seiten aufgezogen, du Spezi da. Ich war jahrelang mit Rolf Perdu. Und was für Flitzpiepe? Du hältst mal die Klappe und knallt das da vorne, du Hampelmann. Ja, was denn? Komm doch. Wie hast du mich genannt? Hast du die Goldschen? Du kleiner Zipri. Aber Ruhe, ja. So, meine Damen und Herren. Also, mal ganz kurz. Halt dein Backfutz. Da wird jetzt einmal ganz andere Seiten aufgezogen, damit sie schon mal Bescheid weißt, ja? Ich muss den Herr auf da hinten um zum Babbeln, da Zifix. Also in erster Linie wird alles, was der Bayern entschieden hat, aufgehoben. Bis auf das Führerscheinverbot für einen gewissen Herrn Manus. Wo ist denn der? Herr Manus? Das ist der hinten in dem blauen Hemd. Da, wo da oben steht, da mit dem weißen. Nee, das kannst du vergessen. Nein. Mein Führerschein. Oh, das ist mir egal. Ich notiere das mal. So, schreib's mal. Ich bin der Herr Manus. Sie sind der Herr Manus. Ja. Und wo ist der Herr Freezy? Hier. Kommen Sie mal her, bitte. Kommen Sie mal her. Also, Sie beide. Und ihr habe ja schon so voll gehört. Die Akten sind ja voll von Erna und ich sag Erna eins. Wenn sie meinen, sie können so weitermachen wie bisher, da sind sie mal ganz falsch gewickelt, ja. Weil ich bin das Gesetz und sonst gar nichts. Das, was ich sag, gilt. Und wenn ihr euch aufmantelt oder meint, ihr seid irgendein Schwarzenegger oder sowas, dann werdet ihr terminiert, habt's mich verstanden? I'll be back. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ich war gedanklich bei meiner Suppe. Wow, das ist ja schon wieder eine absolute bodenlose Unverschämtheit. Herr Lanze, Luzifix, was ist denn? Ich habe Sie verstanden und natürlich, ich werde das natürlich verinnerlichen und versuchen umzusetzen, Herr Lanze. Wenn Sie mal irgendwie Unterstützung brauchen. Moment, seid einmal ruhig jetzt. Herr Lanze. Ihr beide Spätzeln da, ihr seid mir ja bekannt. Haben wir uns mir nicht schon mal getroffen? Nee. Ich glaub schon. Warst du denn mal gesessen? Nee. Nur der Miguel. Nee, oder? Boah, wie du ist. Ich muss los. Scheiße, das hab ich ja gar nicht mitgekriegt. Lauf. Das waren die beiden Zipfen da als Schwarzinger, die wir da inhaftiert haben. Lauf! Da bleiben oder es gibt einen Taser. Es gibt gleich noch eine Anweisung und die gilt für alle. Oh. Geh rein. Aber ganz schnell. Sonst ziehe ich meinen Schlagstock. Oh, Tür zugesperrt. Naja, wollte ich wahr sein. Also hier herrscht wirklich nur Sodom und Gomorra. Jetzt sind wir am Arsch. Jupp, weißt du, wer das ist? Nein. Die waren damals im Knast. Also die waren damals als Wärter in dem Knast. Das waren unsere Wärter, die uns immer abgeschlossen haben. Seid jetzt mal fertig da hinten im Rumpappeln und da geht es noch weiter. Da, Anwalt, euer Gehör. Vielen Dank. Da, und zwar... Auf den Weg hierher ist uns was ganz Fürchterliches aufgefallen, was so inakzeptabel ist wie das Wetter, was gerade hier draußen herrscht. Mensch, das Schiff, ja, wie, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und das ist halt einfach eine Saustadt. Das ist halt nicht Kalifornien. Es ist mal Ruhe. Und zwar folgendes. Ab dem heutigen Tage und unsere Wörter sind bindend. Das ist quasi ab heute Gesetz. Ab heute wird nur noch rückwärts gefahren. Ist das klar? Und Vitus, mit wie viel km/h wird gefahren? Die Höchstgeschwindigkeit in ganz Schwarzingen wird auf, heute bei Goschen da drüben, auf 4 km/h begrenzt.
Ihr dürft maximal 4 km/h fahren und das rückwärts. Und das wird so hart kontrolliert, meine Freunde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was? Im Rückwärtsgang. Im Rückwärtsgang wird gefahren. Entschuldigung. Und wer bist du eigentlich? Ja, ich bin der Jupp. Ja, was willst du? Gilt das auch für Fahrräder? Ja, das gilt auch für Fahrräder. Alles klar, danke. Das gilt auch fürs Dreirad, das gilt für alles, was man fahren kann, Bobbycar, egal was. Und was ist Manus. Mit Pferden? Was ist mit auch Pferde rückwärts, verdammte Scheiße, was ist da dran, zu schwer zu verstehen? Manus, kann man... Geht der Tempomat auch im Rückwärtsgang? Und nochmals kurzes, meine Damen und Herren, wenn das nicht eingehalten wird, ist das ein 50-60 Zustand und der ist inakzeptabel. Damit das klar ist, das wird nicht mit irgendeinem Bußgeld bestraft, na. Da gibt's gleich Ersatzfreiheitsstrafe. Das sag ich euch. Ich hab noch eine Frage. Wir räumen hier auf und wenn ihr euch nicht dran haltet, dann werdet ihr alle eingeknastet, dass keiner mehr da ist. Habt ihr verstanden? Hallo. Und dann mach ich vor euren Augen eine Packung Schokolade auf. Oh ja, und ihr ist eine Weißwurst. Aus den Jupp. Gilt das auch auf Felder? Natürlich. Ja, das gilt auch auf Felder. Es wird ab sofort rückwärts angesehen. Und wie dresche ich denn rückwärts? Es interessiert doch mich nicht, wie du das machst. Also Hauptsache, es wird rückwärts gedroschen. Kruzifix. Und wehe, wir sehen einen, der vorwärts fährt. Aber ich sehe schon, komm, es wird gleich wirklich gedroschen. Frage, muss ich dann auch rückwärts laufen? Ja. Laufen geht ja schon vorwärts. Na gut, okay, laufen. Herr Lanze. Was willst du, Luftpumpe? Ja, genau. Herr Lanze. Sieber. Wie das du einmal meinen Namen sagst. Sie müssen unbedingt, sie brauchen, um so viele zu kontrollieren, Verstärkung. Ich bin ihr Mann. Ich bin du meinst du? Mann, ich verspreche Ihnen. Du meinst du eigentlich ernsthaft? Du bist mir unbekannt oder was? Hä? Nein, aber du kleiner Möchtegern-Bulle. Lanze, ich hab mich 360 Grad gedreht. Ich bin weißt du, währenddem, wenn du mich interessierst, kennst du einen Bulli von Tölz. Genau so schaust du aus. Das war rein. Das war gemein. In diesem Sinne, also mach einen Abgang. Alter, warte mal, wir sind ja schon mal vermuten. Wie das? Der moderiert ab. Hast du einen Dachschaden oder was? Das geht doch wohl nicht. Also, wenn das einer macht, machen wir das. Ich hab gesagt, dass ich sitze an mir. Jetzt machst du schon wieder dein eigenes Ding. Dann, Herr Lanze, könnten Sie bitte beenden? Ja, wir jetzt. Alles klar. Ja, dann, in dem Sinne, habt noch einen schönen Resttag. 19 Uhr kommt die nächste Folge. Genießt es, amüsiert euch, habt Spaß bei unseren Folgen, lasst einen Daumen da, bei allen Kanälen überhaupt auf der ganzen Welt, nur nicht bei den beiden. Und so gut geht's weiter, ne? Danke, tschüss! Und wenn ihr den Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, macht das bloß nicht! Macht das bloß nicht! Jo. Absolut. Unglaublich. Dann tschüss! Absolut. Unglaublich.